Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag im Recording-Blog. Und wie du schon siehst, heute geht es um Gitarrenverstärker. Aber nicht irgendwelche Gitarrenverstärker, sondern um Röhrengitarrenverstärker. Jeder von euch weiß ja da draußen, dass Röhren besser klingen. Zumindest munkelt man das. Und bei Gitarrenverstärkern ist es ja auch tatsächlich so, dass die Verzerrung, die aus Gitarrenverstärkern mit Röhren rauskommt, dass die einfach harmonischer und besser am Ohr klingt als zum Beispiel eine Transistorverzerrung. Problem ist nur, wenn man zum Beispiel eine Endstufenverzerrung bei so einem Verstärker haben will, vor allem bei diesen Fender-Amps, die ja darauf ausgelegt sind, hauptsächlich clean zu spielen, da muss man wirklich volle Lotte aufdrehen, den Amp bis in die Endstufensättigung reinfahren und dann hoffen, dass da auch ein bisschen Verzerrung bei rauskommt. Das kann unfassbar laut sein. Das ist das Problem. Ne? Man holt sich also tatsächlich fast einen Hörsturz ab, wenn man in diesen verzerrten Bereich rein will. Das kann man speziell in der Mietswohnung gar nicht machen. Auf manchen Bühnen kann man das machen. Aber hin und wieder ist das wirklich nur ein Gimmick. Sonst macht man die Verstärker tatsächlich nicht so laut. Vor allem auch, um wirklich bleibende Schäden am Gehör zu verhindern. Der Fender Champ 12 mit seinen 12 Watt geht da noch einigermaßen. Das heißt, ich kann noch daneben sitzen bleiben. Wenn ich aber hier unten den 64er Blackface Twin Reverb mit seinen 85 Watt anschmeiße, dann gehst du auf jeden Fall laufen. Wenn ich den auf 9 aufreiße, so wie ich das jetzt gemacht habe, dann kannst du mich in 3 Kilometer Entfernung noch spielen hören. Das liegt daran, dass hier diese Röhren da drin verbaut sind. Diese Röhre, die 6L6GC, sehr leistungsfähige Endstufenröhre. Die schafft alleine 25 Watt. Hier im Amp schafft sie 12 Watt, aber hier unten schafft sie 20 bis 25 Watt. Mit dem Ergebnis, dass 4 Stück von diesem hier unten im Twin Reverb zusammen 85 Watt Röhrenleistung abholen. Und das ist wirklich, das ist so unglaublich laut, das glaubst du gar nicht. Deswegen habe ich diesen Amp eigentlich auch seit langem nicht mehr angemacht. Wirklich seit sehr langem, bis vor kurzem, als ich gestolpert bin beim Tube Amp Doctor auf der Homepage über dieses Wunderwerk der Technik. Diesen roten Sockel und die EL84-Röhre, die da drin steckt. Das ist der Tube Amp Doctor Tritone. Dieser Sockel ermöglicht es, nicht eben diese dicken, fetten Endröhren zu nutzen in so einem Amp wie dem Twin Reverb oder auch in einem Marshall zum Beispiel mit EL34-Röhren, sondern hier eine EL84-Röhre einzusetzen. Das heißt, diese ganzen Einstellungen, die man normalerweise vornehmen muss, wenn man andere Röhren einsetzen will, mit Anpassung, Impedanz etc. pp., macht alles dieser Sockel hier. Und dann kannst du eine EL84 einführen in den Amp und dann auch drin benutzen. Vorteil ist, diese Röhre macht als Pentode 20 Watt, 25 Watt mal 4 sind ungefähr 80 bis 85 Watt. Und diese hier macht als Triode, also nur halb beschaltet, nur halbe Power quasi, macht die alleine 3 bis 4 Watt. Will sagen, wenn ich von dieser hier 4 Stück im Twin Reverb einsetze, bleiben von 85 Watt noch knapp 15, 16 Watt übrig. Und das gibt mir die Möglichkeit, diesen Amp tatsächlich in die Endstufenzerrung reinzufahren und wirklich mal einen voll aufgerissenen Fender-Sound zu holen. Aber jetzt kommt's. Während ich daneben sitze. Also normalerweise, wie gesagt, würde dieses Haus einen Sprung zur Seite machen, wenn ich diesen Amp auf 9 aufreiße. Aber wir hören uns mal kurz den Unterschied an und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Wie gesagt, man kann mit den Triton kann man EL34 und 6L6GC austauschen. Das sind halt die Endstufenröhren in dicken Marshall-Amps oder eben in Fender-Amps. Wir hören uns aber mal eben an, wie der Fender Champ mit einer 6L6 klingt, also wie ein Fender-Amp normalerweise klingen sollte. Der ist auch aufgerissen, volle Pulle auf 10. Und davor habe ich jeweils ein Fetter 2 Bändchenmikrofon gepackt, damit du auch einschätzen kannst, was da passiert. Das guckt direkt auf die Kalotte. Bei beiden Amps guckt das direkt auf die Kalotte. Und ein Fender-Amp klingt normalerweise so. Kaum in die Endstufenzerrung reinzukriegen hier im cleanen Kanal. Natürlich hat er noch einen verzerrten Kanal, aber den lassen wir mal weg. Das ist ja nicht das Thema heute. Wir wollen ja Endstufenzerrung haben. Das heißt, ganz minimal angecrunched war er, aber da ist ja auch die dicke Röhre drin. Gucken wir doch mal, was der Fender Twin Reverb, wie gesagt von 1964 Original Blackface, was der aus 4 von diesen Röhren macht, wenn die EL84, die ich jetzt reingesteckt habe, wenn die ausgefahren werden. Und ich sitze wohlgemerkt davor. Achtung! Ho, 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 ho.
Alter Schwede, das geht derart ab, ich will überhaupt gar nicht aufhören zu spielen, aber du siehst, ich kann davor sitzen bleiben, das heißt, das Ding klingt zwar voll angezehrt und volle Pulle aufgerissen, aber während ich davor sitzen bleiben kann und eben keinen Gehörsturz kriege, weil das Ding so unfassbar laut ist. Bin gespannt, ob du Lust hast, das mal auszuprobieren, ob du auch so einen Amp hast, wenn du so einen großen Amp hast, schreib doch mal unten in die Kommentare rein, was du für einen Amp hast, und falls du es ausprobiert haben solltest mit dem Tritone oder mit dem Pentone, das ist die doppelte Leistung, guckst du mal auf der Homepage vom Tube Amp Doktor an, Link unten in der Videobeschreibung, und dann schreib doch mal deine Erfahrung mit dem Tube Amp Doktor Tritone oder Pentone unten in die Kommentare rein. Ja, dann wünsche ich mal viel Spaß beim Ausprobieren und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Mach's gut bis dahin. Tschüss und Yassou.